Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es bei Easy German um das Thema Streiten. Wie streitet man auf Deutsch? Dafür haben wir eingeladen Emanuel von yourdailygerman.com und Janusz Hamierski von The Blue Slab. Von der Toilette. Oh, da geht es schon los. Wir sehen jetzt einige Szenen und da könnt ihr mal sehen, wie man auf Deutsch so richtig streitet. Seid ihr bereit? Bereit! Jawohl! Los geht's! Au! Au! Pass mal auf, Alter! Pass mal auf, Alter! Ja, ich entschuldige mich schon mal, ja? Aber ja, Sie waren derjenige, der mich angerempelt hat. Das heißt, Sie müssen bitte aufpassen und auf andere Menschen achten, ja? Sie dürfen nicht einfach Menschen anrempeln und dann noch eine Entschuldigung verlangen. Warte mal. Warte mal. Ich bin gerade ausgelaufen. Du hast auf dein Handy geguckt. Nein, ich habe kein gucken, Handy. Du musst gucken, wo du hingehst. Du musst gucken, wo du hingehst. Du musst gucken, wo du hingehst. Wie du dich nur ein bisschen normal benimmst. Du musst gucken, dass du dich ein bisschen normal benimmst. Einfach gucken, wo du hingehst, aufpassen, was du sagst und dann ist alles in Ordnung. Ja? Verpiss dich. Ey, hast du mich gefragt, ob du ein Bild machen darfst? Ey, hast du mich gefragt, ob du ein Bild machen darfst? Was? Was? Ich frage dich, ob du ein Erlaubnis hast, hier zu fotografieren. Sonst kann ich dir gleich die Kamera konfiszieren. Ja? Bleib mal ruhig. Bleib mal ruhig. Bleib mal ruhig, ich habe da hinten die Wand fotografiert. Nein, ich stand ganz offensichtlich vor der Linse und ab da musst du mich fragen, ob du fotografieren darfst. Bist du bescheuert? Bist du bescheuert? Du bist reingelaufen. Du warst überhaupt nicht im Bild. Das ist unwesentlich. Sobald du mich vor deiner Linse hast, dann habe ich... Alter, was ist denn mit dir los? Dann habe ich automatisch das Recht auf mein eigenes Bild. Und dann brauchst du schriftliches Erlaubnis. Ich will dein komisches Gesicht überhaupt nicht auf meinem... Chip haben. Ja, tust du aber. Ja, weil du reingelaufen bist. Das ist unwesentlich. Warum läufst du rein? Ich laufe immer rein. Oh, ich laufe rum. Oh, jetzt stehe ich vor deiner Linse. Ja, dann geh weg. Ja, dann geh weg. Ja, dann geh weg und dann fotografiere ich dich nicht. Du bist ein Krimineller. Du bist ein Krimineller. Ja. Bist du bescheuert? Du bist ein Krimineller. Du verletzt meine... Kannst du jetzt mal weitergehen, bitte? Ja. Geh mal weiter. Geh mal weiter. Ja, okay. Geh mal weiter. Ja, aber achte drauf. Ja, schönen guten Tag. Hier ist Schuchart. Mir ist gerade jemand aufs Auto gefahren und da ist ein Kratzer und der Herr meint, das wäre kein Problem. Ja, können Sie bitte eine Streife vorbeischicken? Wunderbar. Ja, wir bleiben hier. Vielen Dank. Okay, ich freue mich sehr, dass darauf es immer Verlass, Sie werden Sie auslachen. Wenn es keine Leiche gibt, gibt es auch keinen Mörder. Wenn es keinen Kratzer gibt, gibt es auch keinen Unfall. Und Sie nehmen jetzt in Anspruch eine Aktion, die den deutschen Steuerzahler sehr viel Geld kostet, nur um sich zu beschweren, er hat mich angetitscht, ja? Oh! Es gibt keinen Kratzer, es gibt gar nichts, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass... Immer, ja. Du spinnst eigentlich ein bisschen, Nein, oder? Du spinnst. Sag mal, du spinnst eigentlich ein bisschen. Nein, du spinnst. Du hast nämlich keine Ballons. Du siehst nicht, aha, okay, hier ist was passiert, da ist nichts passiert. Es ist nämlich nichts passiert. Es ist nichts passiert. Es ist nämlich nichts passiert, du Schwachkopf. Du Schwachkopf. Pass mal auf.
pass mal auf. Mein Auto kostet so viel, wie du wahrscheinlich in einem Jahr verdienst. Und ein Kratzer in meinem Auto kostet so viel, wie du in einem Monat verdienst. Das stimmt. Und den hätte ich gern bezahlt von dir. Ich sag dir was Überraschendes. Mhm. Es gibt keinen Kratzer. Also, ich sehe hier keinen Schaden. Ich sehe einen Kratzer an meinem Auto, aber an deinem nirgendwo. Ich sehe viele Kratzer an deinem Auto. Ja, zeig mir mit deinen Finger, zeig mir, wo du den Kratzer, wo ist der Schaden? Es ist nichts zu sehen. Nicht mal ein Kratzer vom Frühjahr oder so. Der Mann spinnt. Du spinnst. Du bist ein richtiger Spinner. Du bist ein richtiger Spinner. Richtiger Schwachkopf. Oh. Ja. Du Schwachkopf. Es gibt ein. Wo ist der Schaden? Weißt du, wo der Schaden ist? Hier, Gehirnschaden. Weißt du, wo der Schaden ist? Hier, Gehirnschaden. Der Schaden ist bei dir in deinem Gehirn. Ja, Gehirnschaden. Das ist das Problem, was wir jetzt haben. Ich hoffe, dass die Polizei gleich. Sag mal, du kriegst gleich eins aufs Maul. Sag mal, du kriegst gleich eins aufs Maul. Und wenn es möglich ist, werde ich. Nimm mal deinen Finger runter. Nimm mal deinen Finger runter. Ich werde dich. Nimm mal beide Finger runter. Ich werde dich verklagen. Ich werde dich verklagen. Dass du meine Zeit. Ja, verklag mich mal wie eine Disney-Prinzessin in deinem Fenster. Alter, meine Kinder mögen das. Du hast einen Kratzer da drin, weißt du? Hier hast du einen Gehirnkratzer. Es ist lächerlich. Gleich kommt die Polizei. Ja, jetzt, ja, Gott sei Dank. Da kommen sie. Kommen sie gut schon. Danke sehr. Okay. Jetzt seid ihr dran. Wir wollen von euch wissen, wer hat sich besser geschlagen im Streit? Emanuel auf der linken Seite von yourdailygerman.com oder Janusz Hamerski von The Blues Lab. Wir freuen uns auf eure Meinung. Und wenn ihr übrigens mal Deutsch lernen wollt und richtig alles verstehen wollt, was die deutsche Grammatik angeht, dann seid ihr bei Emanuel richtig, denn er hat alles sehr präzise erklärt. Präziser geht es gar nicht mehr. Geht mal auf yourdailygerman.com. Länger geht's auch nicht. Tschüss und bis zur nächsten Woche. Ja, tschüss. Ciao. Sag mal, länger geht's auch nicht, oder was? Hast du einen Arsch offen? Ha 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 ha!